Children of the Vault unter der Führung der Calypso-Zwillinge sorgen im Universum für Unruhe. Der Kult hat stolze 10 Milliarden Anhänger und fungiert nach einer simplen Maxime: Mitmachen oder sterben. In Borderlands 3 entscheiden wir uns allerdings für eine dritte Option: die Children of the Vault stoppen und jeden über den Haufen schießen, der sich den vier Hauptcharakteren in den Weg stellt. Besagte Helden wurden nun näher vorgestellt. Die kleine Maus ist The Gunner und klemmt sich hinter das Steuer eines mächtigen Mechs. Beastmaster und Androide Flag kann seine hungrigen Alienhündchen ins Feld führen. Operative Zane Flint bedient sich schnellen Moves und Trugbildern, um seine Feinde zu verwirren. Last but not least gibt es Amara, eine von nur einer Handvoll Sirens im Universum, die sich magisch aufpowern kann und dann keinen Stein auf dem anderen lässt. Doch Borderlands wäre nicht Borderlands, wenn es nicht auch wieder eine Bazillion Waffen geben würde. Darunter auch solche, die über ein paar Beine verfügen und sich selbstständig machen. Wir konnten den Loot-Shooter bereits anspielen und können bestätigen, auch Borderlands 3 wird wieder ein zünftiger, bunter und lauter Ballerspaß, der vor allem im Koop-Modus richtig aufdreht. Verschiedene Welten, von der Neon-Metropole bis hin zum Hillbilly-Planeten, laden zum Durchladen ein. Entwickler Gearbox tobt sich hier beim Design richtig aus. Das Gunplay fühlt sich dabei sehr gut an, auch der Rest der Steuerung geht geschmeidig von der Hand. Ab dem 13. September wird Borderlands 3 erhältlich sein, auf dem PC allerdings nur über den Epic Games Store. Get yourself alive.